Ripper. Und der schöne Balkon hin. Thank you.
ist dann wahrscheinlich so ein Stammlager. Das ist ja alles zum Bauen gedacht. Ja, wahrscheinlich eher für Feuerholz. Mhm. Du kannst, wenn du jetzt diesen Brett geschlagen hast und das kleinste Stück davon aushackst sozusagen aus dem Brett, also dass du bis mal ein Viertel von dem Brett hast, das kannst du dann als Feuerholz nehmen. Dann kannst du hier das Lagerfeuer größer machen. Oh. Ja, das ist super, okay. Söhne des Waldes, ich grüße euch. Söhne des Wohnplatz. Dann rufst du. Den bescheuerten Nachbarn fällt es unter dem 8 wieder ein, als sie noch staubsaugen müssen. Echt? Ich glaube, es war letztes Wochenende auch schon so. Klingt, als ob die da eine stille Rücken spielen oder so. Das dauert nicht, also. Ja. Wir müssen gar nicht drum kümmern. Ja, das ist jetzt nervig. Aushaltbar. Das ist nicht so Terror wie das Rumgestampfe ständig. Ich war vorhin in so einer Kletterhalle zum ersten Mal. Und war gut? Jo, war ganz witzig. Ist das aber, nee. Meine Schwester hat mich heute besucht mit ihrem neuen Freund. Ja. Und ja, dann waren wir erst essen. Das war heute mit dem Essen. Ja, ja. Gestern oder so. Nee, heute. Ja, und danach noch halt klettern. Ja. Das sind ja voll die Studenten, Hipster, Hochbogen. Ne? Ja. Ich glaube, meine Schwester war doch das einzige hellhaarige Weibchen. Echt? Das war schon ein bisschen erschreckend. Und eine Trans ist auch umgehüpft. Wunderschön. Echt so ein Spacko mit, weiß ich nicht, rot gefärbten langen Haaren. Ja. Und dann aber irgendwie so Frauensportkleidung. Und Schminke in der Fresse. Ja, Clown.
Da bin ich nicht bisschen auf Ruhe, dass ich hier im Hinterland wohne. Ja. Die Kranze haben wir zwar hoch, aber die Brüste sind nie zu sehen. Ja. Ja, ich meine, oft sehe ich sowas auch nicht. Das ist eben auch nicht so eine Modetranse, sondern eben, naja, eben wirklich ein Typ, der sich mal zu alten hat machen lassen. Aber auch schon alt ist und hässlich und unbedeutend. Mhm. Also nicht der Rede wert. Keine Vorzeigepropaganda. Ja. Und wie ist der Freund von deiner Freundin, ach, von deiner Schwester so? Kennst du da was? Ja, ist ganz nett. Also, so fand ich ihn in Ordnung. Aber so leicht verwirrt links, wenn ich das mal nennen. Verwirrt links? Naja, er hat das so beschrieben, dass da wo er herkommt, also aus Schwed kommt er wohl. Muss es ja auch kennen. Ja, ja, Schwed kennen. Er hat das so beschrieben, dass da früher halt nur zwei Gruppierungen waren. Das waren einmal die Neo-Euglatzen und die anderen waren halt die Linken. Und da meinte er, hat er sich eher auf die linke Seite begeben. Das ist auch so ein bisschen, naja, sensibel oder ruhig, friedlich, keine Ahnung. Er hat auch Marx gelesen und Lenin und so, aber ja, ich weiß nicht, also er war jetzt nicht so hardcore links, dass er nicht mehr mit mir sprechen wollte oder so. Ja. Das sieht man dir überhaupt an, was du in der Sinnung hast? Also nicht, oder? Naja, also er meinte, man hat's rausgehört, aber ach so. Er wusste ja auch schon vorher durch meine Schwester, wo bei mir der Wind weht. Ja. Mehr oder weniger. Ja, und dann hat er halt so beiläufig von selbst erzählt, dass er ja eher so in die linke kommunistische Richtung tendiert. Mm. Und dann habe ich später nochmal nachgehakt. Aber es ist halt nicht wirklich so, weiß nicht, eher so aus der Not heraus und verirrt, würde ich sagen. Aha. Hat schon auch ein paar vertretbare Ansichten. So. Keine Ahnung. Kommunalpolitik oder so angeht. Also wir finden sich ja wohl erst am Anfang des Weges. Hm. Er meinte auch, er ist noch viel auf der Suche. Auf der Bombe. Was ist das für dich? Er meinte auch, er sei noch irgendwie auf der Suche, mehr oder weniger. Ist auch so. Naja, typische. Typische Orientierungslosigkeit. Heutzutage. Nö. Verirrte Kulturmarxisten. Hat der ganze Fleisch? Okay, im Mops hier, der Hund. Ich hab kein Fleisch. Was eingesammelt hier? Hey, ich hab gerade eine Bombe gebaut. Warum ist denn das ganze Fleisch weg? Ich hab kein Fleisch in meinem Inventar. Vielleicht ein Pack oder so was. Das ist ja als wie geatmet, oder? Nullo. Ja, wie kommt der denn hier drin? Hi! Was ist denn nun passiert? Jetzt ist hier noch ein Wetter gekoppelt geklopft oder was? Ja. Was ist denn tot? Was ist denn mit Druckhaut?
großen? Nö, gar nicht. Jetzt ein Boss oder was? Sind wir schon bei Tag 50? Nee, noch nicht. Tag 50 kam im ersten Teil hier diese komische. Diese Flieger, was so fliegen konnte und so, falls du mal gesehen hast. Oh. Als er richtig durchgeknallt war irgendwie. Boah, der winkt. Boah, der winkt. Der Typ hier und. Jetzt ist er hingefallen. Jo, ist schon ganz witzig. Ja, ich habe die ganzen leichten Dinge abgeklappert. Ja. Und dann, ja, sobald es heißt, dass die etwas schwerer werden würden, sind die Wege zwar nicht schwer, bis das einzige Schwierige dann ist, dass die scheiß Steine so rund sind, dass man jetzt keinen Griff mehr hat. Aha. Ja, ich weiß nicht. Das hat mich irgendwie nicht so begeistert. Ich wollte gerade sagen, dann müsste ja eigentlich irgendwie auch die Wege schwerer werden, ne? Ja, vielleicht schon, aber vielleicht habe ich auch zu wenig Ahnung. Ja. Ah. Kann auch sein. Ich habe jetzt keine Ahnung von. Also bis zur mittleren Schwierigkeit gab es auch welche, wo man da ein bisschen überlegen musste, wo man als nächstes greift und so. Genau. Ja, aber dann die nächste Stufe war halt fast ähnlich. Nur dass halt man übelst schwer nur Griff hat. Ja. Ist nicht. Ja, aber kriegt auch irgendwie auch ganz nett. Jo, bisschen körperlich nur ertüchtigt, war in Ordnung. Hat man das auch mal mitgemacht. So, ihr seid. Aber würde ich jetzt nicht grundlos öfter machen. Das ist doch schon gar nicht so günstig, ne? Ging eigentlich. Ich habe jetzt, weil ich mir Schuhe leihen musste, habe ich 14,50 Euro bezahlt oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die anderen beiden überhaupt was bezahlen mussten. Zumindest nicht gesehen, dass sie noch extra was zahlen mussten. Also, ja, war relativ günstig. Gab es jetzt auch keine zeitliche Begrenzung oder so. Nur Leihgebühr für die Schuhe. Jo. Essen war unten, sagst du? Jo, ich hab mir einen schönen Teller mit 750 Gramm Rippchen und einer fetten Backkartoffel gesorgt. Mm. Ja, ich meine, die Hälfte bei Rippchen sind zwar eh nur Knochen. Ja. Aber das war da irgendwie so das Spezialding in dem Steakhouse. Und die Standardgerichte haben alle gerade mal 350 Gramm. Ja. Aber kosten nur 2 Euro weniger. Also die Hälfte für so gut wie den gleichen Preis. Hab ich irgendwie gar nicht verstanden. Wann hat überhaupt hat sich denn nur alle eingeladen oder was? Ja, ja. Ich hab mich eigentlich ein bisschen geschämt, aber. Ja, ja, weil sie eine in Anführungsstrichen arme Schwächen ist. Ich meine, ja, meinst du, weil sie hat denn, genug. Ist man sich dessen ja bewusst, dass man das bezahlen muss. Ja, natürlich. Lass dich doch nicht schämen. Macht
Malerianen, ja, sag mal. Nicht direkt schämen, war jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber. Naja, oder war es unangenehm oder so. Bisschen vielleicht, ja. Was jetzt nur du und deine Schwester und dein Freund oder was? Oder? Ja, ja. Ich dachte, deine Eltern wären noch mit bei ihnen. Nö. Haben die bei dir gepennt oder was? Oder? Nö, nee, die pennen heute hier wie so ein altes Gutshaus oder so, wo man sich da wie eine Pension einmieten kann für eine Nacht. Aha. Und die meinen, das ist ganz cool, weil es ein altes Gebäude ist und sie meint irgendwie, sie hat vom BAföG und so einen Haufen Ersparnisse übrig. Kann ich mir gar nicht so vorstellen, aber. Ich weiß nicht, ob ich das entscheiden muss. Auch hier mit so einem uralten Klapperbus. Was hieß? Ja. Ökologische Landwirtschaft oder irgendwie so hieß der Quatsch. Die alte durch. Aber das ist rum, die alte. Ne, ne, ne. Mensch, fahr jetzt doch mal den. Meine Güte. Was für eine Aufregung hier. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen selten. Ich habe schon wieder nicht mehr wegen hier an den Wind gestellt. Weißt du mich noch? Hier! Ja. Du packst da fest, oder? Ja. Dann kann man mich einfach nicht mehr bewegen. Habt ihr die Platte immer noch offen? Zum mir was ranschmeißen und jetzt mit dem Schmeuer. Okay.
an, du. Ballert die schön rum, die Alter. Mal irgendwas loswerden willst hier aus deinem Inventar, ne? Jetzt noch ein bisschen Lagerplatz haben wir noch. No. Ich habe interessiert, ob Munition irgendwann voll ist. Ja, bevor sie es halt irgendwelche rausschmeißen. Das wäre ja schade, wenn man davon nicht mehr mitnehmen kann. Ich habe so wenig Holzpfeile, aber ich habe schon auch ein anderes gehabt. Das ist ja ein Zins.
du eigentlich schon wieder neue Druckerfarbe, ne? Ja, nur 100. 103, so ein Dinger. Also nicht viel. Müssen wir da mal auch mal zeigen, wie die Treppe hin soll, dann kann ich ja damit vielleicht schon anfangen oder was. Wo hier unten unser Tisch hier steht. Irgendwo da. Ja. Dass man eine neue hier in die Ecke umbauen kann, die Treppe. Thank you.
Auto, ein Dings. Ein großer wie die. Feuer breitet sich aus. Überall alle Louis Vera, wie das Zeug heißt. Oh. Wie heißt das? Keine Ahnung. Hallo. Hallo, Louis Vera. Brauchst du was von den Zeug, ne? Ja, immer mit. Kannst du ins Regal packen. So, naja, schmeiß ich das da. Läufst du wieder, das ist ja wieder. Aber klar, kann ich immer nicht rein. Das steht auch schon wieder, ja. Das ist ein Mensch. Verrückte Bongo. Huh?
Insgesamt geht das irgendwie, ja. Ja. Ich bin hier. Wahrscheinlich die Wand nochmal aufmachen und dann da oben Schläge anbauen oder so. Genau. Dafür dann Seil, also ein Seil runterzubauen oder so. Statt einer Treppe. Ja, und wird auch gehen. Das ist schon aufwendig ist hier. Wenn man sie nicht vernünftig gebaut kriegt, das ist das scheiße, ey. Okay, ich will schon wieder die ganzen Dinge auseinanderzubauen. Ist, ne? Aber bei so einem Scheiß ist das echt zu kompliziert. Genau. Ein Seil, ja. Material hochtragen können. Ich kann gut die umbauen, wenn ich nicht frei stehe. Bitte macht. Wenn du eine Idee hast, aber. Wie das machen will, funktioniert es scheinbar nicht. Kannst du machen, aber hier schräg runter funktioniert nicht. Und die einen, weil der hierher sitzt. Da steht so mitten im Raum. Ah, so kacke, ne? Aus und nervt. Genie.
wo ein bisschen Bretter da hochkommt. So, ne, ja. Das ist ein bisschen nervig manchmal. Viel zu umständlich. Na mal, geh mal hoch, vielleicht kann ich die dann annehmen.